Hallo und herzlich willkommen bei Mobly. In unserem heutigen Fahrzeugporträt geht es um das lang erwartete Tesla Model 3. In den USA ist dieses Fahrzeug bereits lange erhältlich und hat 2018 mehr als 120.000 Auslieferungen erlebt. Jetzt gibt es diesen Flitzer auch in Europa, also auch in Deutschland. Und es ist höchste Zeit, dass wir uns das Model 3 einmal näher ansehen. Los geht's! Das Model 3 von Tesla öffnet man ein wenig unkonventionell. Es gibt nämlich überhaupt keinen Fahrzeugschlüssel mehr, sondern eine Karte. Wenn ich jetzt hier einsteigen möchte, muss ich die Karte an die B-Säule dranhalten und durch zwei Hupe meldet der Wagen, dass der Einstieg freigegeben ist. Geradezu klassisch öffnet sich der Kofferraum beim Tesla durch einen Knopfdruck. Das Volumen kann sich durchaus sehen lassen, da passt einiges an Gepäck rein. Die Höhe und die Tiefe, die ist ordentlich. Und hier unten drunter, unter dieser Abklappung habe ich nochmal ein Fach für Kabel und Sonstiges. Ein bisschen kritisiert wird die Art und Weise, die Form dieser Öffnung hier. Das Laden von größeren, sperrigen Gegenständen wird durch diese in der Höhe sehr eingeschränkte Öffnung vielleicht ein bisschen eingeschränkt manchmal. Der Innenraum des Model 3 ist recht geräumig. 4,70 Meter misst ja auch das Fahrzeug in seiner Länge. Auch deutlich kürzer also als die anderen Tesla-Fahrzeuge. In dieser Variante haben wir das sehr weiße Interieur. Das fanden wir während unserer Tests sehr ansprechend. Wie das Ganze aber nach einigen Monaten aussieht, das wollen wir uns lieber nicht vorstellen. Der Ford des Tesla Model 3. Der bietet durchaus viel Platz auch für größere Menschen. Ich bin 1,87 und der Vordersitz ist auch auf meine Größe eingestellt. Man sieht, man kann hier ganz gut sitzen. Natürlich, es ist kein SUV und es ist kein Van, aber für ein Fahrzeug von dieser Größe ist das ein ganz ordentlicher Platz. Es stimmt auf keinen Fall, dass in der hinteren Reihe nur Kinder sitzen können. Dank des durchgezogenen Panoramadachs übrigens hat auch die hintere Reihe ein sehr, sehr helles Ambiente. Das Model 3 wäre kein echter Tesla, wenn es nicht einen zweiten Kofferraum gäbe, nämlich den sogenannten Front Trunk. Den kann ich allerdings nur vom Innenraum öffnen oder über die Tesla App. Hier drunter verbirgt sich kein Motor, sondern ein ganz praktischer zweiter Stauraum. Deutlich kleiner als beim Model S und Model X, aber trotzdem ein willkommener zusätzlicher Ort für Gepäck oder aber auch Ladezubehör. Ich möchte fast wetten, dass einer der Designer bei Tesla Linkshänder ist. Denn die Fahrertür lässt sich mit rechts ein bisschen umständlich öffnen. Dagegen, wenn ich es mit links versuche, kommt mir der Hebel wunderbar entgegen. Ja, zu ist eben nicht immer zu. Der weitere Kritikpunkt betreffender Türen betrifft die hinteren, denn die schließen nur mit wirklich ordentlich Schmackes. Ich muss schon richtig Wumms machen, damit die Türen drin sitzen. Da sollte Tesla nachbessern. Wir sind jetzt im Innenraum vom Model 3 angelangt und ja, das Erste, was einem auffällt hier vorne, ist der riesige Monitor. Den hat Tesla diesmal, anders als bei den anderen Modellen, nicht hochkant verbaut, sondern im Querformat. Die Auflösung dieses, ich will die ganze Zeit Tablets sagen, es ist nämlich wirklich wie ein Tablet, die Auflösung dieses Monitors ist wirklich toll. Es ist scharf, es ist richtig ein gestochenes Bild und es ist responsiv. Wenn ich hier die Karte mit dem Finger verschiebe und zoome, das geht richtig ohne jegliche Verzögerung. Diejenigen, die schon mal Model S und X gefahren sind zur Probe, die wissen, dass das hier bei den älteren Teslas durchaus etwas ruckeliger ist. Neu, und das sieht jeder, der hier einsteigt, sofort, ist, dass es hier vorne kein Display mehr gibt. Hinter dem Lenkrad ist nichts. Der Fahrer hat die gleiche Perspektive wie der Beifahrer. Jetzt, wenn man sich fragt, wo wird denn die Geschwindigkeit angezeigt, während ich fahre, ja auch auf dem zentralen Display. Oben links in der Ecke
wird bei der Fahrt immer die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Das ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Nach ein paar Kilometern, nach wenigen Tagen hat man es eigentlich drauf und schaut dann immer schon sehr intuitiv in das obere linke Eck, wo die Geschwindigkeit angezeigt wird. Auch das Lenkrad ist anders als bei dem bisherigen Tesla-Modell. Es ist auf der einen Seite erstmal kleiner geworden, deutlich kompakter und nochmal aufgeräumter. Model S und X hatten hier ja verschiedene Knöpfe. Bei Model 3 gibt es jetzt nur noch zwei Scrollräder. Und natürlich das Lenkrad selber und zwei Hebel. Diese Scrollräder, auch daran muss man sich erstmal ein bisschen gewöhnen und reinkommen in die Systematik und Denke von Tesla. Die haben je nachdem, in welchem Kontext ich mich bewege, unterschiedliche Funktionen. Fahre ich zum Beispiel auf der Autobahn im Modus Autopilot, so stelle ich rechts mit den Scrollrädern die Zielgeschwindigkeit ein. Nach oben hoch, nach unten, es wird langsamer. Mit den linken Rädern reguliere ich standardmäßig die Lautstärke von Radio oder während Navigationsansagen eben die des Navigationssystems. Wenn ich aber in den Konfigurationsmodus gehe, so verstelle ich zum Beispiel mit den Scrollrädern die Spiegel oder aber das Lenkrad selber. Das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, aber nach ein bisschen Übung hat man es eigentlich drauf. Die beiden Hebel sind auch ein Hebel weniger als bei anderen Tesla-Modellen. Der dritte Hebel für die Steuerung des Tempomat und Autopilot ist entfallen. Links habe ich den Hebel für Blinker und Scheibenwischer und Aufblinken mit dem Fernlicht. Und rechts steuere ich nicht die Gänge, denn ich habe ja beim Elektroauto klassischerweise keine Gänge, sondern die Fahrmodi, vorwärts, rückwärts, neutral oder parken. Hier wird ebenfalls der Tempomat durch einmaliges Drücken oder aber der Autopilot durch zweimaliges Drücken ein- oder ausgeschaltet. Bei Tesla wird wirklich alles über dieses Display gesteuert. Ich habe hier den Schnellzugriff auf die wichtigsten Funktionalitäten wie Beleuchtung, Spiegel- und Lenkradeinstellungen. Ich kann die Lichter innen und außen steuern, die Verriegelung, wie soll das Auto, wenn ich parke, verriegeln, soll es entriegeln, wenn ich losfahre. Soll es das Display im Nachtmodus haben oder automatisch haben? Fahrmodi, lässig, Sport, Lenkmodi, starke Rekuperation oder eine niedrigere? Wirklich alles konfiguriere ich hier über dieses Menü. Einen Punkt finde ich etwas sehr gewöhnungsbedürftig, um nicht zu sagen etwas nervig. Auch das Model 3 hat ein sogenanntes Handschuhfach. Hat jemand da wirklich Handschuhe drin? Aber ich muss es auch über dieses Display öffnen. Hier ist der Knopf für das Handschuhfach. Drücke ich hier drauf, geht es auf. Zu geht es aber wie gewohnt. Das Navigationssystem beim Tesla Model 3 entspricht im Grunde dem der Vorgängermodelle. Es ist ein Google Maps-basiertes System, bei dem ich entweder eine Kartenansicht oder aber eine Satellitenansicht habe. Die Zieleingabe erfolgt wie gehabt und ich habe hier auch einen großen Sonderzielspeicher enthalten. Über einen Knopf kann ich mir alle Supercharger in der Nähe anzeigen lassen und auch die jeweilige aktuelle Belegung anzeigen lassen. Wichtig, es werden nur die Supercharger angezeigt, die bereits von Tesla umgerüstet wurden, also den CCS-Stecker haben, der bei Model 3 zur Ladung notwendig ist. Auch das Entertainment-System ist genau das, was man auch aus den anderen Teslas kennt. Ich habe meine Radiosender, die ich darüber hier steuern kann, und Spotify und TuneIn sind natürlich auch verbaut. Was nicht verbaut ist bei Tesla, ist Google Android Auto und Apple CarPlay. Das Smartphone muss ich weiterhin ganz klassisch über Bluetooth verbinden und kann dann Musik hören. Ein Wermutstropfen, wenn man es vergleicht zu BMW oder aber auch Hyundai. Etwas, was mich aber wirklich enttäuscht bei Tesla, ist, dass weiterhin kabelloses Laden von Smartphones nicht funktioniert. Beim Tesla muss ich weiterhin mit Kabeln operieren. Standardmäßig liefert Tesla hier Anschlüsse für Apple Lightning und USB-C, wie es bei Android-Devices verbaut wird, mit. Dass man bei einem Fahrzeug dieser Preisklasse nicht ein Wireless-Charging-System mitliefert, ist für mich völlig unverständlich. Bei Hyundai Kona und IONIQ ist Wireless-Charging schon längst aufpreisfreie Serie. Natürlich müssen wir uns bei einem Tesla Model 3
auch die Beschleunigung ansehen. Tesla gibt an, dass man von 0 auf 100 in 4,8 Sekunden bei diesem Allradantriebmodell beschleunigen kann. Und wir sind jetzt auf der Bundesstraße. Vor uns ist frei und wir drücken einmal durch. So, ich habe jetzt keine Stoppuhr dabei gehabt. Ich vermute, es waren 4,8 Sekunden, so wie von Tesla angegeben. Also das Fahrzeug hat ordentlich Wumms. Die Performance-Variante des Wagens, die natürlich nochmal teurer ist, die schafft das Ganze hier in 3,7 Sekunden. Wir hatten jetzt den Wagen einige Tage im E-Mobility-Test und man kann sagen, nach reichlicher Autobahnfahrt, das Fahrgefühl ist echt gut. Der Wagen liegt satt auf der Straße. Die Lenkung kann ich in drei verschiedenen Modi einstellen, wie direkt und straff sie anspricht. Ich fahre am liebsten im Sportmodus, weil sie da am direktesten anspricht. Man kann aber auch einen deutlich komfortableren Modus auswählen. Vielleicht hört man es auf dem Video, es ist etwas lauter im Fahrzeug, so ab 120, 130 km/h. Die Vorteile des Elektroautos mit einer deutlich ruhigeren Geräuschkulisse aufgrund des fehlenden Verbrennungsmotors, die spielt das Model 3 ab 120, 130 km nicht mehr aus. Man merkt, dass die Karosserie und der Bau hier rundherum deutlich weniger schallisoliert ist als andere Oberklasse- oder Mittelklasse-Limousinen. Ich selber fahre jetzt schon bald gut 3 Jahre rein elektrisch und wenn ich den Wagen jetzt mit anderen Fahrzeugen wie dem BMW i3 oder auch einem Tesla Model X vergleiche, dann würde ich feststellen, er ist natürlich wesentlich sportiver und agiler als so ein großes, mächtiges, voluminöses SUV wie der Model X. Er ist natürlich wesentlich zackiger und hat mehr Dampf als das für Großstädte und Metropolregionen designte BMW i3 Modell. Also ein richtig gutes Fahrzeug, wenn man gerne auch mal eine längere Strecke fährt, wenn man es gerne sportiver angehen lassen will und wenn man vor allem sich auch mal fahren lassen will. Denn, und das zeigen wir gleich, der Wagen hat auch natürlich den sogenannten Autopilot verbaut. Stichwort Autopilot. Das ist natürlich der Marketingbegriff, den Tesla für die verschiedenen Assistenzsysteme gewählt hat. Es ist natürlich kein wahrer Autopilot. Von der Vorstellung, dass ich hier einen Knopf drücke, wenn es denn einen gäbe, und das Fahrzeug alles vollautomatisch macht, von dem sind wir noch weit entfernt. Was es gibt, ist ein wirklich sehr, sehr ausgereiftes Assistenzsystembündel. Die Aktivierung ist ganz einfach, sie ist zweistufig. Ich habe einen adaptiven Tempomat, den ich mit einmaligem Druck nach unten aktiviere. Wenn ich zweimal nach unten drücke, wird der Wagen mit einem Ton die Aktivierung des Autopiloten uns quittieren. Und nach diesem Doppelgong hat jetzt der Wagen weitgehend übernommen. Was heißt das in der Praxis? In der Praxis heißt das, dass der Wagen nun über Kameras die Fahrstreifen auf der Autobahn lesen wird und den Wagen in der Spur hält. Der adaptive Tempomat ist aktiviert und wird den Abstand zum Vordermann dynamisch regulieren. Ich muss aber dennoch meine Hand immer wieder ans Lenkrad führen, denn sonst, und das sehen wir hier in dem Display, meldet sich der Tesla, das Model 3, und ermahnt mich, sowohl optisch als auch akustisch. Nun ist es höchste Zeit zu drehen, denn wenn ich diese Warnung nachhaltig ignoriere, dann wird der Wagen 3 Sachen machen. Er wird erstens den Autopilot ausschalten, zweitens abbremsen, die Warnblinkanlage einschalten und drittens, und da ist Tesla ein bisschen nachtragend, ich kann den Autopilot für den Rest der Fahrt nicht mehr aktivieren. Eine der großen Neuerungen beim Tesla Model 3 in Europa ist, dass man nun nicht mehr nur bei den Tesla-eigenen Superchargern sehr schnell aufladen kann, sondern auch bei anderen Ladestationen. Wir sind jetzt hier bei einer Ladestation des holländischen Unternehmens Fastned und werden gleich hier schnell aufladen. Warum das geht, ist schnell erklärt, denn das Model 3 hat einen anderen Ladeanschluss als die bisherigen Teslas. Bisher war immer nur der Tesla Typ 2 Stecker eingebaut. Jetzt ist das europäische System CCS verbaut worden, Combined Charging System. Das Tesla Model 3 bietet somit im Moment
die im Markt beste Ladeflexibilität. Diesen Wagen kann ich mit 120 kW bei den Superchargern aufladen und mit 125 kW an dafür ausgerüsteten anderen Ladestationen. Kein anderer Hersteller und kein anderes Modell bietet im Moment diese Flexibilität. Unser Fazit zum Tesla Model 3, wow! Das ist der perfekte Einstieg in die Elektromobilität, wenn man bisher ein Diesel oder Benziner gefahren ist. Das Cockpit drin mit einem Zentraldisplay setzt Maßstäbe. Aufgeräumt, etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach wenigen Tagen hat man es eigentlich komplett verstanden, wie es funktioniert. Die Fahrdynamik ist natürlich elektroautotypisch phänomenal. Die Power liegt sofort auf der Straße, ein Tipp auf das Strompedal und das Model 3 geht ab. Dieses Fahrzeug mit 75 Kilowattstunden Akku wird im Alltag eine Reichweite von 350 bis 400 Kilometer ohne Probleme erreichen. Das Wort Reichweitenangst darf aus dem Lexikon der Elektromobilität endgültig gestrichen werden. Einen Haken hat das Tesla Model 3. Es ist eben kein Volkstesla. Das Modell, das hier steht, mit 75 Kilowattstunden Akku und dieser roten Lackierung und Allradantrieb, kostet ab 58.000 Euro. Wem das zu viel ist, der muss etwas warten. Ein mittleres Modell und ein kleineres, günstigeres Modell sind für das Jahr 2019, 2020 angekündigt.